Hi, in diesem Video habe ich ein paar Tipps für euch zum Seilchenspringen und eine kleine Challenge. Und zwar versucht mal, mich zu schlagen in der Anzahl der Wiederholungen pro Minute beim Seilchenspringen, die ihr schafft. Los geht's! Kommen wir zu meinem ersten Tipp, die Seillänge richtig wählen. Wenn ihr mit einem Bein drauf steht, sollten die Griffe ungefähr bis unter die Achseln an die Schultern gehen. Wenn ihr dann springt, niedrig springen. Umso höher man springt wie ich hier, das kostet viel zu viel Zeit und viel zu viel Energie. So sollte es richtig aussehen von der Höhe. Knapp nur übers Seil springen. Der Armeinsatz sollte möglichst gering sein. Ich nutze hier viel zu viel die Arme, das sieht albern aus und es kostet auch viel zu viel Zeit und Kraft. So ist es besser. Und ich bin soweit. Los geht's! Also ihr habt es gesehen, ich habe fleißig geübt, habe 135 Wiederholungen geschafft. Mal schauen, wie weit ihr kommt. Lasst mich wissen, wie viele Wiederholungen ihr schafft hier in den Kommentaren oder sagt es mir einfach so, wenn ihr mich seht. Bis dann, ciao.